Ja, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Pokémon-Sammelkartenspiel online. Mein Name ist Pokémon Tutorial TV und ich begrüße euch recht herzlich. Ja, heute geht's hier weiter an der Stelle, unverzogen, ungekürt und was auch immer mit un anfangen würde. Ihr wisst Bescheid, wir machen das ja jedes Mal so, dass wir am Anfang ein Booster-Pack aufmachen und wie gesagt, wenn ihr die Online-Codes nicht selbst braucht oder kein Interesse am Online-Spiel dieses TCG habt, dann könnt ihr mir diese auch gerne schicken. Ich mache sie gerne auf in den Videos. Könnt ihr natürlich mal sehen, was ja bei euch so drin wäre. Wir machen mal heute am Anfang nur ein 5-Karten-Booster-Pack auf. Und da ist ein Bojilin drin. Nimm 3 Pokémon aus deinem Ablagestapel und mische sie in dein Deck. Oh. Wirf eine Münze bei Kopf ist bei Kopf ein... Was? Wirf eine Münze, lege bei... Ach so, das Wort lege habe ich nicht gelesen. Lege bei Kopf eine an das aktive Pokémon deines Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel deines Gegners. Selbst dann ist der Satz noch immer relativ komisch, habe ich gerade gemerkt. Passt auf, mich wollte die ganze Zeit... wie kann ich das jetzt machen? Bist du sicher, dass du die Unterhaltung beenden möchtest? Nein, deswegen drücke ich ja auch nicht auf X, meine Güte. Ja, Enchi haben wir ja letzte Folge hier, gegen Enchi haben wir die letzte Folge gekämpft, meine Güte. Hallo. Übrigens finde ich es manchmal relativ interessant, dass ich irgendwie nicht manchen Leuten antworten kann. Ja, ich bin mal gespannt, wer noch so online ist. Gegen Pokegamer habe ich ja, glaube ich, letzte Folge gekämpft. Daco 1991. Ich muss ja eigentlich schon fast wieder mit meinem Florges-Deck kämpfen, aber nee, wir machen das ganz klassisch. Okay, wir machen das ganz klassisch mit unserem Feuerdeck. Wir sollten aber vielleicht einmal versuchen. Ja, ich muss das Florges-Deck ein bisschen umbauen. Ich glaube, dem Deck fehlen noch ein paar Basis-Pokémon. Ich würde noch 3 Basis-Pokémon so gerne einbauen. Oh, cool. Er hat keine Lust, gegen mich zu kämpfen. Soll es ja auch geben. So. Gucken wir mal, ob das hier klappt. Gegen Celebi, wenn man das so ausspricht. Celebi 13. Vielleicht will Celebi 13 auch nicht kämpfen. Wäre ja nichts Neues in diesem Part. Verfügbare Gegner werden gesucht. Ich weiß doch, dass der... Wir warten noch... 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Dann nicht. So, Enchi... G-Hunter. Ist das nicht Gyron-Hunter? Moment mal, den kenne ich doch. Hier. Ein Gegner nimmt da... Super. Auf den hätte ich mich wenigstens verlassen können. Das soll jetzt nichts Böses gegen euch sein, aber ihr seid ja scheinbar schwer beschäftigt, so wie man das sieht. Yannick TV. Ist wohl an meinen Namen angelehnt. Übrigens an meinen Annamen angelehnt. Ich muss euch echt sagen, ich war mal auf Social Blade gewesen, weil mich halt interessiert hat, warum auf einmal meine Aufrufe angestiegen sind, so urplötzlich aus dem Nichts, obwohl ich gar kein Video hochgeladen hatte an dem Tag. Und ich hatte gesehen... Jemand hat einen Kanal gegründet, der heißt Pokémon Tutorial TV 2. Ohne Spaß. Den gibt's wirklich mittlerweile. Das zeugt von super toller Kreativität, meine Damen und Herren, in YouTube Deutschland. Übrigens, Namen, die ich auch noch empfehlen kann, sind Sirlo 3, Sephiron 4 oder The Zero of Time 5. Wobei ich den letzten schon fast am besten finde. Nee, so. Ich glaube, wir sollten anfangen. Ja, wie machen wir das am besten? Wir spielen Vuluna als erstes. Aus einem sehr expliziten Grund. So... Legen erstmal alles hier so schön auf die Bank. Spielen gegen Yannick TV mit einem, ich würde tendieren, es ist ein Psycho-Normal-Deck. Wahrscheinlich mit Galagladi und, ja, kennt man ja, ne? Ich habe nicht so gute Handkarten im Moment, dass ich irgendwie aufziehen könnte. Ich könnte höchstens Psychos 7. Sinn spielen
und dann den Top-Trank ablegen. Oh, Roller Skates. Hat aber nicht geklappt mit dem Münzwurf. Was ich euch übrigens auch mal als Tipp geben kann, ich glaube, Victini kann eine Fähigkeit, um Münzwürfe wiederholen zu lassen. Und da ist Roller Skates vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil man sehr, sehr viel Karten aufziehen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man Karten ziehen darf, relativ hoch ist. So, ich denke mal, er kriegt Kopf. 50-50, ne? Also im Schnitt kriegt man bei jedem zweiten Roller Skate 3 Karten gezogen. Passt auf, ich werde jetzt Lavados nicht spielen und stattdessen 2 Karten ablegen. Da sehen wir zum einen Galagladi, er hat einen Trank und ein unverwüstliches Amulett. Das ist schon mal interessant zu wissen, was er da so auf der Hand hat. Und 4 Feuerenergiekarten. Er hat also nicht wirklich so gut gezogen. Ich würde sagen, wir spielen einmal Flammenbonus, legen einmal eine Karte ab und ziehen auf. So. Das Schmied, das ist gut. Die 3 Karten sind sehr, sehr gut, die ich gerade aufgezogen habe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt eine Feuerenergiekarte ziehe und dann mit 130 angreifen kann, ist verdammt hoch. Und er legt weiter Energiekarten an. Warum greift er nicht an? Dude, du machst irgendwas falsch. Du solltest angreifen. So, ja, jetzt hat er nämlich ein Problem. Jetzt machen wir das, das. Dann machen wir das. Dann legen wir die 2 Energiekarten hier wieder an. So, jetzt können wir angreifen. Ja, leider muss ich eine Energiekarte auch wieder ablegen. Macht nichts. Und das ist Schmied. Wunderbar, können wir gleich die Energiekarte wieder anlegen. Wie viele Karten haben wir? Eine Feuerenergie und dann warten wir noch ein bisschen ab. Er wartet natürlich hier auf Kirlia. Ist natürlich klug, hier den Fanclub zu spielen, um die Wahrscheinlichkeit, damit er die Weiterentwicklungskarte jetzt sieht, zu erhöhen. Kann natürlich aber auch wie bei mir einmal sein und alle seine Weiterentwicklungsbomben sind natürlich unter den Preiskarten drunter. Dann kann er noch so lange drauf warten, hier wirklich was effektiv zu ziehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein ganz normales Deck ist. Also so ein Standard-Deck. Könnte das sein? Warum rüstet der hier überhaupt auf? So, ich könnte... Ja, ich könnte mal Troy spielen. Ich nehme mal... Ich nehme mal eine Flair-Rüpel auf die Hand. Und eine Feuerenergie. So. Gucken wir mal, ob was bei Feuersturm so passiert. Kopf oder Zahl. Du hast die Wahl. Meine Güte, das hat sich sogar gereimt. Jetzt fange ich hier noch so an zu reimen. Top-Trank. So. Wirf eine Münze bei Kopf, ist das aktive Pokémon des Gegners jetzt paralysiert. Hm. Gucken wir mal, was der Münzwurf so bringt. 50-50, mein Freund. Und? Nö. Tja, ja, dumm gelaufen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann werden wir jetzt nochmal ausrüsten. Wunderbar. Ja, 140. Hab zwar eine Energiekarte verloren, das ist aber nicht wirklich so schlimm. Der Kampfverdichter. Ja, da ist Fleekneul. Wird schwer hier an Novulona noch vorbeizukommen, es sei denn, er tauscht aus. Aber selbst dann könnte ich mit aller Wahrscheinlichkeit nach entweder angreifen oder zurückrufen. Und das bei jedem Pokémon. Jetzt habe ich so ein elendes Fiepen in meinem Ohr. Aus welchem Grund auch immer. Er werft den Mann schon zweimal Kopf. Das ist nett. 40 Schadenspunkte hier an der Stelle. Ich würde einfach mal sagen, wir geben eine Feuerenergie. Wir geben die beiden Energiekarten, die abgelegt worden sind, an Glurak an. Auch wenn das natürlich total dumm war, was ich gerade getan habe. Aber gut, ich hab ja Zeit, ne? Ja, dann machen wir hier noch den Kampfverdichter. Legen vielleicht nur eine Feuerenergiekarte ab. So. Tja. Ach komm, ich ruf zurück. So, machen wir Flügelschlag. Hm,
Dann haben wir die Feuerenergie, die wir brauchen für Brandbombe. So, jetzt wird's ernst. Ich habe nur 2 Preiskarten übrig. Und er sollte so allmählich Kirlia ziehen. Er wartet förmlich darauf, Kirlia zu ziehen. Bin mal gespannt. Passt auf. Oh, er rüstet aus. Na? Immer noch kein Kirlia gezogen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So, wie machen wir das? Ja, das ist schön, wie ich gezogen habe übrigens, weil ich Brandbombe im nächsten Zug auch nochmal spielen kann. Werde ich euch aber auch zeigen, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das übrigens ein Bug ist, dass das funktioniert, wenn man auf die Bank zurückruft. Sollte man vielleicht melden. Wie kann man Bugs melden? Was macht er jetzt? Ja. Oh, er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Das Kirlia. Ja, Zahl und Zahl halt, ne? So, und machen wir das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt einen ganz leichten Play. Wir machen ein Fluchtseil. Rufen einmal auf Lona zurück. Zahlen einmal die Rückzugskosten. Rufen wieder auf Glurak zurück. So, und dann ziehen wir hier 3 Karten. Können jetzt natürlich noch weiter Karten aufziehen, aber wir haben gewonnen. Ja, das war's. Fertig. Ja, ist das Duell gewonnen. Hier gegen ein Psycho-Deck. Soll ja auch mal so sein. Vielleicht hätte er ein Wasserdeck verwenden sollen. Ich muss dringend das Florges-Deck überarbeiten, wirklich. Magnetilo. Okay. Oh, cool. Unharfinier mit einem Spalt. Lege eine an dieses Pokémon angelegte Energie auf deinen Ablagestapel. Mische deine Handkarten in dein Deck. Ziehe anschließend genauso viele Karten, wie dein Gegner auf der Hand hat. Auch nicht schlecht. Wow. Solange dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist, verringern sich die Rückzugkosten um Sternchen für jedes Magnetilo auf deiner Bank. Hä? Hä? Wie soll denn das funktionieren? Das heißt, man kann einfach zurückrufen und dann ein anderes Magnetilo in den Kampf schicken. Das heißt, man kann zwischen den Magnetilos die ganze Zeit hin und her wechseln. Übrigens, coole Tuska. Figur, die er dann wirklich einfach so zwischen reelle Kakteen gestellt hat. Also, klasse Artwork, muss man hier an der Stelle sagen. Jo, ich würde... Gucken wir mal. Vielleicht ist ja jetzt Gyron Hunter in der Lage zu kämpfen. Gut, er ist nicht in der Lage zu kämpfen. Wir haben noch Mampf Maxo. Vielleicht ist der in der Lage zu kämpfen. Oh. Oh. Ich spiele ja liebend gerne gegen euch. Deswegen baut Decks, die mich besiegen können. Dings hat es euch ja gezeigt, wie es funktioniert. Enchi, beziehungsweise Dreadpool, soweit ich mich erinnere. Gucken wir mal, ob er die Herausforderung annimmt. Ich fände es halt noch wirklich cool, wenn mit einem Update reinkommen würde, was diese Symbole so bedeuten. Oder so ein Tooltip. Tooltip ist im Prinzip das, wenn man so die Maus drüber fährt und sieht, was für ein Deckformat das ist. Weil ich kann mir unter dieser Symbolik immer noch nichts vorstellen. Das sieht man zwar im Deckmanager, aber dennoch. Also, ich bin mit diesen Symbolen mehr verwirrt, als dass man daraus schlau wird. Ich glaube, Maxo mampft eher, als dass er mit mir kämpfen will im Moment. Werde ich einmal kurz die Herausforderung abbrechen. Wurde bereits getan. So. Vielleicht haben wir noch Glück gegen Celbi 13. Wir versuchen es nochmal. Wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Doch. Jetzt klappt's mit dem Wasserdeck. Ich sollte dieses Florges-Deck endlich mal überarbeiten. Da habe ich dieses Pflanzenpunkt gewonnen. Oder ich baue ein Elektrodeck. Ich habe früher Elektrodecks geliebt. Weil ich hab's so göttlich gefunden, einen Defender auf das Pokémon zu legen und dann mich
immer Perma in die Luft zu jagen. Das war so göttlich gewesen. Es war einfach wirklich göttlich gewesen. Deswegen, mach das einfach mal. Mach das einfach mal, ist schön. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich würde sagen, wir fangen mit Lavados an. Wir haben keine Energiekarten auf der Hand, was ich überhaupt nicht cool finde. Obwohl 19 Energiekarten im Deck sind, das muss jetzt auch mal klar gesagt werden. Und er fängt mit Froxy an und einem Carpador. Haben wir diese Kampfsituation nicht irgendwie schon mal gehabt? Ja, er weiß nicht, dass ich noch nicht mal hier an der Stelle ein Pokémon habe, das in Lage ist anzugreifen. Ich ziehe eine Feuerenergie. Komm, no risk, no fun. Ja, das war ein guter Turn, ne? Wir machen einen Flare-Rüpel und legen erstmal die Energie wieder ab. So. Dann würde ich sagen, können wir einmal glühen. Glühe bitte. So. So, wir haben zwei Karten auf der Hand. Leider können wir nicht wirklich effektiv was hier gegen die Pokémon ausrichten. Schwächenschutz, was bringt der? Ja, gut. Ich glaube, das soll mich relativ nicht wurmen, weil ich habe eh nur Feuer-Pokémon im Deck. So, dann machen wir einmal den Kampfverdichter und legen drei Feuerenergiekarten auf den Ablagestapel. So, dann machen wir einmal. Ich habe persönlich eine sehr, sehr gute Idee. Passt auf, ich habe eine Idee, wie wir das vielleicht noch ein bisschen eleganter lösen können. Eine Feuerenergiekarte habe ich gezogen. So, legen wir einen Glurak an, ne? Was fliegt denn so auf den Ablagestapel? Ein Schmied ist auf den Ablagestapel geflogen und ein Quirtle. Kann ich leben. Wird er weiterentwickeln? Wird er weiterentwickeln? Passiert nichts. So, ich ziehe eine weitere Feuerenergiekarte. Jetzt können wir hier Gefechtsbrand einsetzen. Ja, war ein nicer Turn gewesen. Ruft hier Froxy in den Kampf. Das ist Arctos, glaube ich. Ja. Spritzwasser. Da stand übrigens, glaube ich, gerade Water Drop, wenn ich es richtig gelesen habe. So, machen wir nochmal feurige Fackel, weil es so schön war. Boah, ne? Ich meine, so viele Handkarten habe ich nicht. Dann ziehe ich lieber 5 auf. So, dann legen wir hier einmal. Nein! Dann machen wir das lieber so. Meine Güte. Das war gerade ganz, ganz mies. So. Mache ich einmal so, mache ich einmal so, dann aktiviere ich die Fähigkeit. Nehme ich von Lavados die Energiekarte erstmal weg. So, und machen wir Gefechtsbrand, der sollte reichen. So. Schick. Da ist ja noch Arctos. Kampfreporter, er darf zwei Karten aufziehen. Das verstärkt den Angriff von Entei gerade wieder. Ich hoffe, das weiß er. So, wenn ich jetzt einen Schmied ziehe, habe ich so gut wie gewonnen. Ja, komm, wir tauschen einmal. So, nehmen uns gerade mal die Feuerenergie. Und dann greifen wir an. So, bin mal gespannt, was er macht. Vielleicht zu Sejong weiterentwickeln. Ne, er legt einen Basisbomber auf die Bank. Zu Sejong weiterentwickeln. Er kann paralysieren, soweit ich das sehe. Gut, Wasserenergiekarten hat er jetzt wohl genug auf Deck. Auf dem Deck, auf seiner Hand. Nimmt auch immer die maximale Anzahl, was gar nicht so schlecht ist, wie gesagt. Meistens ist es sogar ziemlich gut, wenn man mehr Energiekarten nimmt. So,
Ich spare mir jetzt erstmal den Top-Trunk. So, 130. Im nächsten Zug sollten wir genug Schaden machen, auch um Valreiser zu besiegen. Er geht aber nicht auf Sejong. Das wird gefährlich. Oh oh. Das sieht nicht schön aus. So, dann machen wir einmal drei Karten ziehen. Was soll man auch großartig machen? Haben wir Schmied? Haben wir einen Schmied? Haben wir einen Schmied und was können wir noch nehmen? Nehmen wir noch den Flair-Rüpel. So, wir machen Feuerenergie auf Glurak. Machen Brandball. Ist ganz sicher. Da ist eine weitere Feuerenergie. Jetzt kann er auf Valreiser reinrufen. Geht nicht in Valreiser. Der weiß, dass seine einzige Möglichkeit, hier noch was zu reißen, wirklich mit Valreiser ist. Und das wird er auch nutzen. Oh ja. Oh ja. 100. Wie viel? 150. Plus, das sollte auf jeden Fall reichen. Wir machen nochmal Feuerfänger. So, und jetzt vermiese ich ihm den Play. So, tschüss. So, das reicht. Jetzt hat er nur noch ein Froxy übrig. So sollte es sein in diesem Kampf. Kann nichts mehr machen. Er kann nichts mehr tun hier an der Stelle. Er kann angreifen, ja, das kann er noch machen. Pfund. Zieht ihm 20 ab. So, dann legen wir mal gerade an. Ne, und spielen Brandball und dann war's das. Ach, dieses Flamara ist süß und gefährlich. Es agiert eigentlich mehr wie so ein Wasser-Pokémon. Je mehr Energiekarten drauf liegen, desto mehr Schaden macht es. Eigentlich für Feuer-Pokémon sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Ich denke, das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen. Ich will jetzt noch das letzte Booster-Pack, was wir in der vorletzten Folge, glaube ich, bekommen haben, noch aufmachen. Gucken wir mal, was drin ist. Vielleicht mal drei verdeckte Karten so zum Abschluss. Vielleicht auch nicht. Komm. Ein Hornweisel. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Noch ein Hornweisel. Meine Güte, Hornweisel und Hornweisel. Oh, ich... Oh, diese Karte muss ich euch zeigen. Ha. Das ist so geniale Karte. Also, wenn ihr wirklich viele Basis-Pokémon spielt, ja, und das mit Himmelsfeld oder sowas kommt... Kombiniert Bienenvergeltung kann ganz schön mies für den Gegner enden. Also da kriegt man schnell viel Schaden hin mit so einer läppischen 20er-Attacke. So ist ganz böse. Übrigens würde ich euch niemals empfehlen, Farbroller in euer Deck aufzunehmen. Nehmt lieber eine Stadionkarte. Es bringt eigentlich nicht wirklich viel, eine Stadionkarte aus dem Spiel zu nehmen und eine Karte aus dem Deck zu ziehen. Also nehmt lieber eine Stadionkarte, die für euer Deck irgendeinen Vorteil bringt, als den Farbroller. Das ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt ja eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, liken, favorisieren nicht vergessen. Ihr wisst Bescheid, wie es funktioniert. Und ich sage hier an der Stelle bis dann, Servus und ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.